Ja, hallo und somit herzlich willkommen zu Snowplow. Das Ganze hier ist ein Playtest bzw. Tech-Demo. Und schon mal vorab, um das Ganze hier austesten zu können, muss man sich bei der Steam Shop-Seite, das muss man eine Anfrage schicken. Und dann wird man möglicherweise angenommen und kann das Ganze hier herunterladen und auch testen, solange es die Entwickler wollen. Wie gesagt, Snowplow, das Ganze geht um Schneepflügen. Wir haben hier zwei wunderschöne Maschinen. Das ist, glaube ich, ein Grader, wie man die nennt in Amerika, und ein normaler Schneepflug mit einem Seitenflug hier. Ich würde sagen, wir nehmen einfach gleich mal hier diesen International Truck und schauen uns mal an, was uns hier so erwartet. Oder besser gesagt, was uns erwarten wird. Können hier schön das Licht anschalten, die Rundumleuchte, kann die Zeit ändern und so weiter und so fort. Wie man schön sieht, hat der Schnee auch eine bestimmte Physik. So sprich, man pflügt auch wirklich den Schnee und auch hinterlässt Spuren im Schnee. Ich kann jetzt hier mal das vordere Schild herunterlassen mit K. Und nicht zu weit, sonst setzen wir manchmal auf. Drehen kann ich die Schilder, zumindest das hier, komischerweise nicht. Wo es, glaube ich, möglich wäre. Nee, okay, doch nicht. Und dann haben wir hier den Wing. Den wird auch noch. Herunterfahren können. Und dann fahren wir einfach mal los. Und pflügen hier die Straßen. Wenn das so sieht, sieht das eigentlich echt schön aus. Nun muss man da eben ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht zu sehr aufsetzt, sonst kann man gar nicht mehr herumfahren. Eine Innenansicht gibt es leider hier noch nicht. Aber das Ganze sieht schon mal echt gut aus, finde ich. Und so einen Simulator gibt es ja bisher noch nicht wirklich. Außer irgendwie über Umwege durch den Farming Simulator oder sonst irgendwie sowas. Von daher echt eine schöne Idee. Und auch die Grafik, was man bisher so sieht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Die Performance-Probleme muss man bisher jetzt noch ignorieren. Wird bestimmt dann besser im richtigen Game. Und es können auch Bugs oder andere Probleme auftreten. Da es eben, wie gesagt, noch wirklich sehr eine frühe Version ist. Ich spiele das Ganze hier mit Tastatur, mit Maus und Tastatur, da der Controller noch nicht unterstützt wird.
Dann bräuchte ich was irgendwie so wie eine Feder, dass der Pflug vorne und rechts sich alleine anpassen der Straße. Und man sonst immer aufsetzt, was nicht so gut ist. Aber funktioniert ja ganz okay. Ich wollte gerade noch was schauen. Blinken kann man auch. C und X, Y. Oder auch nicht, Z. Ja, englische Tastatur halt. Hupen kann man leider noch nicht. Schade. Hätte ich jetzt gerne gehört. Und man kann natürlich auch, weil es eine Tech-Demo ist, hier bestimmte Sachen ändern. Zum Beispiel mal so. Sieht das Spiel schon gerade ganz anders aus. Salz streuen kann man auch noch nicht. Wird bestimmt auch noch kommen. Aber wir fahren jetzt mal zurück zum Depot und holen mal diesen Grader. Ich glaube, die nennt man so zumindest. Mit denen wird ja dann auch in Amerika Schnee geräumt. Diese Trucks mit diesem Seitenschild sind, glaube ich, eher dafür gedacht, um Highways zu räumen. Damit man natürlich eine größere Fläche räumen kann. Aber auch für Straßen funktioniert das ja ganz gut. Wenn man die Straße sehen würde. Die Frame-Einbrüche sind manchmal echt sehr störend. Und echt hart. Aber da kann man jetzt nichts dran ändern. Ich habe das Spiel schon runtergestellt, also von den Grafikeinstellungen her. Und daher sollte eigentlich das eben kein Problem mehr sein. Aber ist es eben doch nicht. Wie man sieht, ist auch die Map bisher noch sehr begrenzt. Hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Aber wird dann bestimmt irgendwie und irgendwann mal in der Demo kommen oder möglicherweise auch im Early Access. Werden wir dann sehen. Zumindest mal eine schöne Idee, dieses Spiel. Die Grafik sieht gut aus. Geräusche hören sich auch gut an bisher. Und ich park diesen Truck jetzt einfach mal hier. Okay. Das Beacon kann ich jetzt gar nicht mehr ausschalten. So. Und dann setzen wir uns mal in diesen Grader hier rein. Der offensichtlich von Cat ist, wie man sieht. Starten die Batterie und den Motor. Auch hier kein Hornschaden. Dann können wir die Zeit noch mal etwas ändern.
noch die Bedingungen. Das sieht doch schön aus, gut. Und dann haben wir jetzt hier, wenn ich das so richtig sehe, O und U. Oder auch nicht. Okay. Damit kann man die Räder auf eine oder die andere Seite lehnen. Interessant. Wüsste ich jetzt nicht, wofür das ist. Aber auch hier haben wir einen Seitenflug. Und der normale Flug, den man jetzt hier auch drehen kann, wie man schön sieht. Aber ich lasse das einfach mal so, da das logischerweise besser ist. Und auch hier haben wir ein Beacon, das wir anschalten können. Und wie man sieht, haben wir eine größere Fläche als beim anderen Flug. Beziehungsweise beim normalen Flug. Sieht doch ganz schön aus hier. Westwood National Park. Fahren wir jetzt einfach mal hier entlang in die andere Richtung, damit wir uns das Ganze noch mal etwas besser anschauen können. Auch schon wieder hier hinten der Ventilator dreht. Das Spiel hat ein paar schöne Details, wenn man sich das so anschaut. Die Maschinen sehen auch sehr schön aus und wirklich sehr gut gelungen, finde ich. So kann sich sehen lassen. Drehen jetzt hier noch eine Runde und dann war es das auch schon für dieses kleine Special-Video von Snowplow. Werde ich bestimmt beobachten, wie es damit weitergeht. Denn ich liebe ja Schnee und Spiele im Winter sind immer gut. Von daher hat mich das Spiel schon mal auf dieser Seite. Begeistert. Und das sieht auch echt schön aus. Ich weiß jetzt gar nicht, auf welcher Engine das Ganze hier basiert. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist das auch sogar das erste Spiel von diesem Entwickler. Studio. Oder Entwickler. Ich weiß gar nicht, ob es ein Studio ist oder ein Einmannprojekt. Kann natürlich auch sein. Aber von daher lässt sich das wirklich sehr gut sehen, wenn man denn den Flug richtig gehen könnte. So. Dann nehme ich mal den hier hoch und drehe den anderen Flug etwas um. Damit ich jetzt nicht alles wieder
auf die andere Seite hier pflüge. Nennt man das so, pflügen? Wahrscheinlich schon. Doch ganz gut aus. Ja, und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's erstmal von Snowplow, diese kleinen Tech-Demo oder Playtest. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit diesem Spiel. Denn das sieht wirklich sehr vielversprechend aus. Und ja, somit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem anderen Spiel oder Video. Bis dahin. Ciao. Haut rein.